Servus. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen. Wir haben wieder Montag und sind bei den Wandelgesprächen. Der ganz offene Raum, wo alle mit einsteigen können, auch Kinder und Jugendliche, die nach Orientierung suchen. Alle sollen mit allen freundlich über alles reden können. Und dann natürlich bestimmt ganz oben an über den nötigen Wandel zu einer verantwortlichen, schönen Gesellschaft für alle. Und ich will gar nicht mehr dazu sagen. Es gibt ein tolles Forum, ein freies Argumente-Forum, was wir haben. Da wird es auch eingeblendet. freie-argumente-kultur.de. Und da gibt es auch ein Thema eben zu den Wandelgesprächen. Da könnt ihr auf dem Laufenden sein und könnt eben auch sehen, was steht da so mit im Hintergrund. Also was ist der Sinn, was ist der Rahmen. Ich kann vielleicht noch sagen, wir haben die letzten Wochen und Monate stark geredet darüber, dass endlich mal freie Diskutierbarkeit der nötigen Veränderungen oder halt überhaupt der Argumente entstehen muss. Wir haben gesagt, wir wollen da ein New World Economic Forum oder einen Zukunftskongress mit fairer Offenheit für alle Lösungsvorschläge. Und das hat jetzt noch eine etwas ja, erweiterte Dimension bekommen, weil der Dylan jetzt aus den Talks, die wir so gemacht haben, auch abgeleitet hat, dass wir diese freie Argumentekultur so richtig mit rein, wie soll man sagen, drücken oder drängen kann man gar nicht sagen. Also den Leuten so zu ihrem Glück helfen können, indem wir den Medien sagen, öffnet euch für alle Vorschläge und indem wir auch allen kleinen Gruppen, nicht nur den Promis und großen Multiplikatoren sagen, fordert euer Recht und nutzt euer Recht und freut euch darüber, wenn ihr so mit in den Blick kommt, dass die Menschen wirklich ihre freie Wahl über alles treffen können. Das ist der Kern der geistigen Freiheit und Entfaltung des Menschen. Es ist der Kern der demokratischen Entfaltung. Ja, und so weiter. Da werden wir bestimmt über diese Dimensionen von New World Economic Forum bis zu einer neuen Partei, die vielleicht dann auch jetzt die Medien und die ganzen vielen Lösungsvorschläge zusammenbringen will, werden wir bestimmt heute, nehme ich an, auch zum Teil reden. Die Form ist der Redekreis und wir reichen den Staffelstab des Redens nach ein paar Minuten immer in Regelmäßigkeit aneinander weiter. Damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dill. Ja, vielen Dank. Und ich blende das ein, was ich im Wandelbündnis geschrieben habe. Ich habe das 33 Mal geändert, weil die neue Erkenntnis ist, dass die Überlegung war, die Leute haben sich nicht reagiert. Öffentlich hat ja Gott und die Welt eingeladen zu dem New World Economic Forum. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese Leute so verwöhnt sind, weil sie ja schon in ZDF und ARD sind, dass sie nicht kommen, weil sie sind ja schon erfolgreich, die Milliardäre und so weiter und die ganzen Leute wie Richard David Precht, die gehen ja im Fernsehen aus und ein und dann so nach dem Motto, ach, da brauche ich doch nicht das New World Economic Forum, wenn ich mit Biden dann im World Economic Forum eingeladen werde oder bei den Bilderbergern. Ne? Und deswegen haben wir jetzt die neue Überlegung, nehmen wir doch die Leute, die nicht satt sind, die nicht schon überall drin sind, sondern, ja, und deswegen ist das jetzt die ganz neue Überlegung und unsere Professoren haben auch 2000 Euro zur Verfügung gestellt, die ich dann allerdings als Privatperson nutzen soll, weil sie sind der Meinung, dass es eine neutrale Person sein muss. Ich lese mal vor, was aus meiner Sicht jetzt die neue Weltrettung ist, für das die Professoren jetzt auch 2000 Euro für die Durchführung mit Personal zur Verfügung gestellt haben. Der Hebel beziehungsweise die Lösung hin zum Wandel. Jetzt hatte ich wieder vergessen, das größer zu machen. Ja, jetzt ist das Bild besser geworden, hoffentlich. Der Hebel beziehungsweise die Lösung hin zum Wandel gefunden. Wollten Sie nicht auch schon immer gerne alle Ihre Konzepte regelmäßig in ARD und ZDF einem Millionenpublikum vorstellen? Also Lucky
und Walter und so weiter. Wolltet ihr nicht auch schon immer alle eure Konzepte gern mal regelmäßig in ARD und ZDF einem Millionenpublikum vorstellen? Die Lösung dafür, die heißt Wahlbündnis oder Partei, Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF. Ja, also eure Konzepte genauso wie GWÖ, Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO und so weiter, alle ständig in ARD und ZDF. Das geht nur, wenn wir dafür ganz viele gewinnen. Ja? Nur ausschließlich diejenigen ganz wenigen Gesetzesänderungen werden angestrebt, die es Realität werden lassen, dass diejenigen gesellschaftskritischen Gruppen, Parteien und so weiter, die aktiv frühzeitig genug zum Erfolg dieses Projektes beigetragen haben, zukünftig regelmäßig in ARD und ZDF ihre Argumente vorbringen dürfen. Also die zwei Professoren, mit denen ich geredet habe, haben bestanden auf der Lösung des sogenannten Clubs der Willigen, dass sie haben gesagt, wir müssen die Leute auch motivieren, dass sie aktiv daran mitwirken. Denn nur wenn die vielen Gruppen, kleinen Gruppen aktiv mitwirken, kann das gelingen. Ja, im Bereich des Sonstigen existiert ein sehr hohes Wählerpotenzial, das dann nach Aufrufen durch die Mitwirkenden dieses Wahlbündnisses dieses Wahlbündnis, diese Partei wählen wird. Es ist somit also endlich der Weg gefunden, wie die aktiv Mitwirkenden ständig in ARD und ZDF ihre Argumente vorbringen können, inspiriert auch durch Nobelpreisträger Professor William Nordhaus und Professor Hans-Werner Sinn und ihr Konzept des Clubs der Willigen. So formt sich dieser Club der Willigen. Zuerst in ARD und ZDF kommen diejenigen, die zuerst zwei weitere aktive Projekte dazu gewonnen haben, bevor die Liste geschlossen wurde, und die aktiv, ich habe das Piepen gehört, ich mache nur noch rund, und die aktiv am Wahlbündnis bzw. der Partei ausreichend mitgewirkt haben und dann so weiter gemäß der Reihenfolge des Aktivwerdens vor Listen schließen. Song. Den weiteren Text lese ich dann, wenn ich wieder dran bin. Ich glaube also, um das rund zu machen, dass da unsere Chance liegt, denn wir wollen doch nicht weiterhin vor 10 Zuschauern sprechen, wobei der Henning jetzt mal 100 Zuschauer für unsere letzte Sendung gewonnen hat, sondern wir wollen doch mal bitteschön vor 5 Millionen Zuschauern diskutieren und dann alles Weitere lese ich weiter vor. Wer möchte der Nächste sein? Das müsst ihr unter euch ausmachen. Ich mache jetzt mal meinen Ton still. Sekunde. Wer möchte der Nächste sein? Mache ich gerne weiter. Und zwar, weil ich gleich eine Ansage habe, dass ich heute ein bisschen Ja. eher gehe, um nicht zu sagen, bald um 7:45, Okay. oder vor 8 ist Ja. es, weil ich noch zu einer Veranstaltung will hier im Meringhof, wo es aus Sicht der Anarchisten um die Ukraine-Krise oder Krieg, um den Krieg geht. Und Ja, deswegen. Luki, warte noch eine Sekunde, dann mache ich den Ton richtig, man dich überhaupt hört. Moment, ich Ach muss so. das nämlich immer leider alles hier machen. Ich bin jetzt wie so ein Tonregisseur. Jetzt muss ich, genau. So, Luki, in 2 Sekunden kannst du loslegen. 21, 22, ich rede los. Ja, ich habe mich ein bisschen vorgedrängelt in der Rednerliste, weil ich auch eher gehen will. Ich will heute um 7:45 muss ich losgehen oder will losgehen, weil mich sehr eine Veranstaltung interessiert, hier eine Präsenzveranstaltung in Berlin im Meringhof über den Ukraine-Konflikt oder den Krieg aus anarchistischer Sicht. Und anarchistisch entspricht ja meinem, obwohl ich das nie ausgesprochen habe, aber wenn er mich kennt oder beziehungsweise mein Buch gelesen habt, da kommt das Wort nicht drin vor, aber ich finde, das ist ein anarchistisches Gesellschaftsmodell, was ich da vorschlage, weil viel von Hierarchie und so weiter und oben, unten und Macht, meiner Ansicht nach, und auch noch von einigen anderen Leuten, mit denen ich immer am Montag hier vor dieser Veranstaltung auf We Change diskutiere, wo es um die Abschaffung des Geld- und Finanzsystems geht und die Ersetzung durch eine totale Vernetzung von uns Menschen, dass wir deswegen als Organisationsmodell nicht mehr Geld brauchen, sondern eine globale Vernetzung. Und deswegen bin ich da interessiert, die Leute kennenzulernen und den Standpunkt da mitzukriegen. Und deswegen würde ich mich um 7:45 verabschieden.
Ich hoffe, ich kriege noch mit, was Dylan gerade versucht hat zu erklären, weil bisher ist mir nicht ganz klar, was ARD und ZDF, ob die überhaupt informiert sind, ob die mitspielen, ob die so ein Sendezeit zur Verfügung stellen und so weiter. Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber vielleicht kommt es noch später. So, und deswegen gebe ich schon weiter an den nächsten. Das ist dann Walter. Luki, nur Jawohl. ganz kurz zu deiner Information, Luki. Nachher werde ich auch noch kurz erzählen, dass ich so deine Idee von Fußball und Champions League dabei mit aufgenommen habe. Und Ach ja, sehr schön, freut mich. so, Okay, dann jetzt danke. Walter, ja? Guten Abend. Ja, bei uns ist momentan das Friedensthema wieder hochgekommen, aus aktuellem und auch aus allgemeinem Anlass. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht über die Menschenarten, kann man wohl sagen. Und der friedliche Mensch, das ist der Homo Pacema. Der friedliche Mensch ist eigentlich schon immer in der Mehrheit gewesen, darf ich, glaube ich, behaupten, obwohl das ja niemand so ganz zählen konnte. Denn Wesen im reinen Geist von Jesus, die unter allen Umständen immer nur friedlich sind, gibt es ja vielleicht doch dann auch nicht so viele. Im Falle der Selbstverteidigung sind ja doch die meisten Männer und Frauen durchaus, so sie Chancen sehen, zur Verteidigung bereit. Aber der Homo Pacema, der ist dann eigentlich ja doch in der Überzahl, also wenn man jedenfalls Umfragen macht und nicht gleich mit der Waffe vor ihm steht, dann würde sich doch die Mehrheit für Frieden äußern und für friedliche Lösungen von Konflikten, die ja auch nach Menschenverstand und menschlichem Ermessen durchaus möglich sind, wenn man jetzt abwägt, vom Volk heraus, vom einfachen Mann heraus, wie günstige Lösungen aussehen, dann kann man sie mit gesundem Menschenverstand und etwas Verständnis und Liebe, die ja meistens durchaus finden, wie unser Architekt und Philosoph Jack Fresco auch vielfach beteuerte, die Menschen zu speisen und zu kleiden und ihnen Wohnung zu geben, ist ja auch auf Dauer viel günstiger und natürlich auch lebensschonender, als sie zu bekämpfen, in kriegerische Handlungen zu verwickeln und Häuser und Infrastruktur und Energie zu zerstören und sogar Leben zu vernichten. Also diese Bilanz geht natürlich nie auf, weil menschliches Leben ja unbezahlbar ist und als seelisches Dasein vor Gott sowieso nicht mal irgendwie wägbar. Und insofern versuchen wir natürlich, also diese Bilanz von Aufwand und Nutzen gar nicht erst zu stellen, sondern in jedem Fall menschliches Leben zu schützen und zu heilen und zu nähren. Da kann kein materieller Wert dagegen gesetzt werden. Also, wir sind in der Überzahl, aber können es mit den Kriegstreibern, die ja immer wieder auch gegen Volkes Willen Kriege vom Zaum brechen, nur aufnehmen, wenn wir langfristig liebevoller, intelligenter, stärker, weiser, lebendiger, reicher, planvoller und koordinierter auftreten und mit einem Lebensstil überzeugen, der einfach nachhaltiger und einladender ist als die Konkurrenzgesellschaft, die ja immer mal wieder zum Krieg neigt, um altes Kriegsgerät einfach auch sich gegenseitig vernichten zu lassen, samt Benutzern. So, danke schön, ich gebe weiter. Ja, ich würde vorschlagen, vielleicht Öffi, dann Jürgen Walters und dann Henning haben wir noch, gell, in der Reihenfolge.
Also, Hallo, ich bin auch Schwer. Da. Ja, also jetzt nach mir, da Heidi am gleichen Mikrofon ist, könnte sie ein paar Takte sagen. Klar. Ja, ja, dann soll sie gleich machen. Genau, 2 Sekunden wieder. Ja, ja, schönen Abend. Ja, ich hatte heute mal wieder ein Beispiel zum Frieden, dass die Realität oft anders aussieht. Und zwar liegt das in den Menschen selber. Ich muss mich um meine Mutter immer kümmern und sie hat mich letzte Woche schon rausgeschmissen. Ich mache in ihren Augen plötzlich alles falsch. Also wir haben uns monatelang gut verstanden, sehr gut, tolle Gespräche gehabt. Und sie ist auch selber an dem Thema Frieden dran, an dem Thema Heilung. Sie geht nicht ins Krankenhaus, weil sie mehr auf alternative Heilung steht und so. Also da schon sehr weit und aufgewacht. Und ich habe heute gemerkt, man kann Menschen nicht zwangsbeglücken. Wenn sie einfach irgendwas nicht kapieren wollen, geht's nicht. Und ja, so haben wir uns dann heute auch wieder nicht verstanden. Also das ist jetzt ein Beispiel für viele Einzelbeispiele. Und da ist mir auch klar geworden, wir können noch so viel über Frieden reden, über Liebe, über Verbundenheit, über neue Zeit, neues Bewusstsein. Aber wenn da in einem Menschen irgendwas einfach hakt, da geht's nicht weiter. Und da, gut, Menschen, die mir nicht so nahe stehen, da würde ich sagen, okay, mach jetzt mal eine Pause, so. Boah, aber so aus der eigenen Familie, besonders wenn die hilfebedürftig sind und auf einen irgendwie angewiesen, ist schon gerade etwas schwierig, weil ich möchte ja auch nicht zu sehr mich drin verhaspeln und zu sehr drauf eingehen auf alles, denn überspült mich das nämlich selber auch. Also wenn das der Fall ist, kann ich auch gucken, wo ist da bei mir noch was, ne? Ist ja dann auch wieder eine wichtige und interessante Lernerfahrung. Ja, aber das ist mir heute klar geworden, dass viele Menschen da bei denen hakt irgendwas. Und wie kriegt man da das? Nee, kann man eigentlich nicht. Wenn die nicht wollen, haben sie ihren freien Willen. Wenn da einfach was hakt, da kann man nicht von außen kommen und einen Schalter umlegen. Auch nicht, wenn man eine schöne Atmosphäre schafft oder so. Das ist dann in dem Moment, fühlen die sich nur angegriffen. Nur. Ja, genau, das beschäftigt mich gerade. Ansonsten war ein schöner Tag heute. Toll, Sonne, Frühling ist endlich da. Und ansonsten bin ich gerade damit beschäftigt, irgendwie, dass wir in der 1000x1000 Kunsthofgruppe einen Flyer basteln. Einen ganz besonderen Flyer, der gleich ins Auge fällt. So am besten. Das ist der Ansatz. Da sind wir wieder beim Thema, wer sich durch so etwas Schönes dann eher angegriffen fühlt und sich dann mit Händen und Füßen wieder wehrt, macht dann wieder vieles kaputt. Ja. Und das gilt für mich auch in meinen Augen mit dem Thema ins Fernsehen gehen, in die große Öffentlichkeit gehen. Oh, da wäre so viel Widerstand. Das muss man auch schon gut aushalten können. Ich meine, wer kann das schon? Da wird erstmal viel Kampf und Widerstand kommen. Und wenn wir dann im Frieden bleiben, jo, da gehört sehr viel Kraft zu. Und eine starke Gruppe, die das trägt. So, das waren meine Gedanken eben dazu. Okay, dann gebe ich jetzt weiter. Ja, vielleicht. FF, dann Jochen Walters und dann Henning. Und vielleicht kann ich ja, wenn der Lucky um 15:15 weg muss, dass ich vielleicht kurz davor dann ausnahmsweise dann aus der Reihe vorziehe, damit der Lucky das vielleicht noch mitkriegt. Ne? Aber jetzt erstmal FF, ne? Ja, gerne. Also ich greife auf oder knüpfe an, was die Heidi noch gesagt hat. Ich glaube, wir müssen es einfach tun. Ich meine, es ist immer noch die leichtere Übung, sich den Medien zu stellen, als den letzten asozialen Schlägern auf der Straße zum Beispiel. Und auch die sind ja Brüder und Schwestern. Und wir haben da in den Jahren zum Beispiel extra Häuser auch gehabt, die Häuser der Gastfreundschaft, um alle auch die Abgerutschtesten aufzunehmen. Da im Vergleich ist natürlich, wenn da mit einem Medienmenschen man zu tun hat, ist die leichtere Übung. Und wir müssen ja, also Dylan hat in der Weise natürlich völlig recht, was nicht gesehen wird, kann auch nicht wirken und die Welt muss die Augen aufmachen, welcher Wandel nötig ist.
Es ist schon schlimm genug, dass wir da mit wenigen anfangen müssen oder so suchen müssen nach den Hebeln, mit denen man anfangen kann. Ich finde es toll, dass der Dylan jetzt auch so sagt, lassen wir am besten alles andere weg und gucken erstmal, dass wir über freie Argumentekultur uns verständigen können. Können wir das, können wir auch alle anderen richtigen Ergebnisse rauskriegen. Können wir das nicht, dann werden auch bei den Einzelergebnissen oder drumherum die verkorksten Verhältnisse weitergehen und das wird die Korruption uns alles verderben. Also wir müssen aufhören, nur einzelne Korruptionsfälle aufheben zu wollen. Wir müssen die Korruptionsstruktur aufheben wollen, indem es nach den besten Argumenten für alle geht, statt nach irgendwelchen anderen korrumpierenden Interessen. Und ich meine, ihr wisst alle, wie drängend dieses Thema ist, also was die wirklichen Abläufe in der jetzigen Welt angeht. Bestimmt da die wirtschaftliche und politische Korruption sehr stark das Geschehen. Bekannt sind die Sprüche vom Seehofer, Horst Seehofer. Die, die gewählt sind, haben eigentlich gar nichts zu entscheiden und die entscheiden sind nicht gewählt. Oder Egon Bahr, guter Spruch, auch den der gebracht hat. Lasst euch nicht einreden in der internationalen Politik. Also da geht es nirgends nach Demokratie oder Menschenrechten, sondern nur auf andere Weise da Interessenskampf der Staaten. Lasst euch nichts erzählen, auch wenn im Geschichtsunterricht, wer weiß was, gesagt wird. Ja, also diese Welt ist so, wie sie ist. Deshalb haben wir auch die großen Probleme und Wegrutschgefahren, auch wie jetzt Corona. Und deshalb müssen wir da ran und müssen uns dem stellen. Und also einerseits jetzt zu diesem Grundansatz nochmal mit der freien Argumentekultur, auch für alle Alternativansätze und dass die Medien sich dem widmen müssten, von ihrem Auftrag und ihrer Verantwortung her. Ob sie es machen, ist eine ganz andere Frage, ne? Also die Multiplikatoren sind auch nicht gekommen bisher, also sind weiter ja eingeladen zu unserem New World Economic Forum. So auch die Medien, ob sie es machen, ist das eine. Machen müssten sie es, wenn sie ihrer Verantwortung und Funktion gerecht werden wollen. Und da kann ich gleich auch Einblick eben in meine Situation im Moment geben. Also während ich gleichzeitig ja überall versuche, so kleine Keimlinge von Gemeinschaftsprojekten, Kommunen und so ja auf die Beine zu kriegen. Also gerade jetzt eben kurz vorher, bevor ich hier zu euch gekommen bin, war ich noch in einer Telefonkonferenz mit einer anderen Organisation, wo ich sagen muss, die ist bisher in den 30 Jahren meines Aussteigerwirkens fast die einzige, wo wirklich also ja auch einige Leute zusammen sind und eine Organisation gebildet haben und wo in den ganzen Machtkämpfen und Durchsetzungskämpfen die freie Argumentekultur sich durchgesetzt hat. Ne? Meist siegen eben irgendwie die Korruptionskräfte. Ja, das ist das eine. Und ich gehe ja sogar hin, was die Medien auch angeht oder die Öffentlichkeit und sage, es werden uns eben im Moment nicht ausreichend Diskussionsmöglichkeiten geboten oder Argumente, Klärungsmöglichkeiten. Und deshalb mache ich zur Not auch gewaltfreie Aktionen, auch mit Gesetzesübertritten, um da eben hinzukommen, dass wir irgendwie einen Ansatz finden und sei es eben erstmal vor Gericht. Da hat jetzt ein Gericht einen Termin, der eigentlich für den 31.3. angesetzt war. Ja, ich höre Pieben, ich mache eben rund. Ein Termin für den 31.3. auf den 21.7. verschoben, also mal schlappe 4 Monate eben verschleppt wieder. Und da habe ich gesagt, Leute, ne, also kommt dazu, ich habe hier ein Forumsthema, wo wir das diskutieren können, wie jetzt hier irgendwie ausreichend Argumente, Austausch möglich werden kann. Ihr könnt dazukommen, alle können dazukommen, ne? Ihr ja auch, wie ihr jetzt dabei seid, um zu überlegen, auch wie ich strategisch da weitermache, also mit weiteren gewaltfreien Aktionen oder wie auch immer, oder erstmal anfragen, ob mich doch jetzt noch irgendwo eine argumentativ-demokratische Klärungsbühne möglich gemacht werden kann. Ja, 2 Hinweise noch, eben diesen Link, den stellen wir sicherlich unter das Video auch wieder. Und wer einen ganz tollen Einstiegsstartschuss für diese freie Argumente-Strategie, die der Dylan da so jetzt betont, wer das sehen möchte, schaut euch das letzte Video vom Verantwortungstreff oder Samstalk an. Findet ihr auch da. Der letzte Link drunter oder bei YouTube findet es vielleicht auch so. Okay, damit gehe ich weiter. Jetzt ist die Frage, ist der Lucky denn schon weg? Nee, der ist noch da, gell? Lucky, du bist noch da, du bist nur auf dem einen Bildschirm nicht zu sehen. Ja, da. Dann,
vorschlagen, dass jetzt der Eingeblendete, der gerade im Bilde ist, spricht und danach außer der Reihe ich, bevor der Lucky los muss und danach der Henning dann sofort. Ne? Ja, finde ich eine gute Idee. Außerdem würde ich noch bitten, dass du hinterher das Video wieder auf Wandelgespräche auf dem Telegram stellst, damit ich mir das Video noch angucken kann, wenn ich von einer anderen Veranstaltung zurückkomme, dass ich dann sehe, was ihr noch weiter gemacht habt. Ja, sicher machen wir das, sicher. Ich sehe den Namen jetzt nicht genau, aber ich glaube Joachim oder so ähnlich, gell? Oder? Oder Jochen oder Wolas oder so ähnlich. Ich habe zu kleine Schrift. Ist er noch da? Ach, der ist gar nicht da. Dann kann der Henning erst. Henning. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Ich möchte zu dem Folgenden etwas beitragen. Und zwar, der Öffi sagte, dass wir die Gewaltstrukturen auflösen müssten. Beziehungsweise die Korruptionsstruktur auflösen. Und die Korruptionsstruktur bedingt eigentlich der Gewalt. Also ich arbeite in der Gewaltforschung und das Wichtigste im Leben ist eigentlich die Kommunikation, so wie Heidi das auch schon sagte. Aber die Kommunikation, also die energetische Kommunikation von Lichtinformationen, ist eine ganz andere Ebene. Und das ist die Ebene, die wir eigentlich über die 12 Sinnesorgane wahrnehmen, die Kommunikation. Diese Kommunikation, dieser Wahrnehmungsebene über unsere 12 Sinnesorgane ist vor 6000 Jahren verloren gegangen wegen Energiemangel. Also Lichtmangel vom Zentrum unserer Galaxie. Und dieser Energiemangel ist letztendlich ein Prinzip, der energetisch korrumpierend wirkt. Weil oder zentralisierend wirkt. Erstens zentralisierend und korrumpierend. Das sind energetische Effekte, die man im Blut nachweisen kann, wenn Energiemangel beherrscht, sowie auch in einem Wassertropfen nachweisen kann unter dem Mikroskop. Da verändern sich die Strukturen. Und die Struktur ist, wenn es energetisch ist, ist es gleichmäßig verteilt. Und wenn Energiemangel ist, dann findet immer eine Konzentration statt oder eine Zersetzung statt. Und dieses Phänomen ist ein Phänomen, was eigentlich auch Johann Goethe gesagt hatte in seinen Hexen einmal eins. Um auf das Thema von Heidi zu kommen. Das Wichtigste ist die Kommunikation. Aber Goethe sagte in seinem Hexen einmal eins am Ende, es ist eigentlich die Tat. Und wenn wir in liebevoller Tat handeln, nicht nur denken, sondern auch handeln, dann kommen wir eigentlich in das Paradies. Und zu unseren energetischen Kommunikationen über die 12 Sinnesorgane wurde die Sprachmatrix errichtet vor 6000 Jahren. Und die Sprachmatrix ist eigentlich die funktioniert auch mit der energetischen Kommunikation in der Resonanz. Also das, was wir sprechen, das, was wir sagen, kommt auch wieder in Resonanz. Also das geht erstmal in Sonar aus uns heraus und kommt in Resonanz wieder. Genauso, wenn man vor einer Bergwand steht und über einen See spricht, kommt das Echo zurück. Und genauso kommen energetisch auch Phänomene zurück, die wir in Gedanken aussprechen, aber letztendlich in der Tat nicht umsetzen oder anders handeln oder energetisch anders handeln. Und dieses energetische Andershandeln ist einfach die Missachtung an dem Schöpfergesetz. Und dieses Schöpfergesetz, das habe ich in den anderen Sendungen auch schon ziemlich genau dargelegt, gibt es nur eine Harmonie im Zusammenleben aller Kräfte. Und Recht ist keine Kraft, sondern das Aufrechterhalten aller Lebenskräfte in Gleichgewichten wurde korrumpiert in Rechte. Und die Rechte, die wir haben und mit denen wir uns gegenseitig bekämpfen, dürfen wir wieder auflösen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir auch in der Sprache, also in der kraftvollen Ausdruck von Worten, auch die richtigen Worte nehmen und auch nicht in der Negation. Weil die Negation nimmt die Kraft der Worte. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir
So möchte ich es eigentlich gerne haben, dass wir vom Paradies reden und nicht vom Frieden. Weil Friede ist nur Pause vom Krieg. Damit bin ich fertig und gebe weiter. Ja, dann müsstet ihr mich hören können. Lucky, bitte nicken, wenn du mich hörst. Ja, alles klar. Ja, ich glaube, ich muss erstmal ein riesiges Missverständnis aufklären. Ein Wahlbündnis oder eine Partei, die aus vielleicht 100 Gruppen gespeist wird und durch deren gemeinsamen Wahlaufruf 5 bis 15% erreichen kann im ersten Anlauf, weil das sonstige Potenzial ungefähr über 10% ist. Hallo? Ja, da war noch ein Mikro an. Ja, das bedeutet nämlich, dass wir ARD und ZDF zwingen dazu. Denn in dem Moment, wo wir 5% hätten für dieses Thema, nämlich Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF, müssten die darüber diskutieren und dann würden auch andere Parteien als Koalitionspartner sich anbieten und sagen, ihr habt ja eigentlich recht, wir sind viel zu stark Diskussion verhindernd in den Medien. Wir müssen uns öffnen für diese Talkrunden mit den Dingen. Also und deswegen, ich lese mal vor, die Gesetzesänderungen bedeuten eben, ARD und ZDF werden per Gesetz dann sofort völlig werbefrei, damit nicht immer diese konzernhörigen Leute immer mehr werden in den Medien, die gehörig sind gegenüber den Werbekunden. Die Dinge, die die ARD, ach so, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, die Dinge, die die in den ARD-ZDF-Talks unter der Leitung des Bundeswahlleiters mit repräsentativen Wählerstichproben hochgewählt werden, muss die Partei dann umsetzen. Also die Partei könnte auch als zweite Regel haben, nur diese zwei Regeln. Wir setzen diese Fernsehtalks durch, gesetzesmäßig, und dann muss die Partei diese Dinge dann auch versuchen, mit in Koalition mit anderen umzusetzen, die dort nach einer Art Champions League Fußballgeschichte ausgewählt werden. Ich kann es mal ganz kurz erwähnen. Also ich stelle mir Sendungen vor, acht Gruppen nehmen teil, stellen ihre Konzepte dar. 8 mal 5 Minuten, dann wird gewählt von der repräsentativen Wählerstichprobe von 1000, die bundesdeutschen Wähler repräsentieren, und danach wird wieder sind 4 mal 5 Minuten, dann wird wieder gewählt und am Ende wird 20 Minuten mit den Moderatoren werden die zwei Gruppen, die weiterkommen von diesem Abend, nochmal alles kontrovers diskutiert mit den Moderatoren zusammen. Und dann sozusagen ist man in der zweiten Runde. Die zwei sind in der zweiten Runde und die anderen müssen sich wieder neu beim Bundeswahlleiter melden, und wenn sie dran wollen. Für alles Weitere liegen also klare Lösungen schon vor, falls gewünscht. Es ist also alles machbar. Einige erste Alternativkonzepte-Gruppen haben Sendungen veröffentlicht. Ihr könnt also auch unsere Sendung vom Samstag, wo wir darüber nochmal ausführlicher diskutiert haben, anklicken dann im Freie Argumente Kulturforum. Und dann ARD und ZDF, die Auftrittsreihenfolge. Erstens, bis jetzt haben wir die vorläufige Auftrittsreihenfolge GWO hat sich und Partei des Gemeinwohls. Welche Initiative ist die nächste? Da könnte zum Beispiel die Initiative vom Lucky stehen, wenn diese Initiative aktiv werden würde, denn unsere Professoren haben gesagt, dass sie das Ganze nur finanzieren und sponsern, wenn jede Initiative dann auch aktiv mitarbeitet daran, dass wir am Ende vielleicht 200 Parteien und Initiativen haben, die sagen, wir wollen erstmal nur eins in ZDF und ARD regelmäßig gehört werden, sonst nichts. Weil auf mehr, es piepst, ich mache noch rund, weil wir auf mehr werden wir uns nicht einigen können. Meine Erfahrung ist, wenn du zwei Parteien versuchst, in drei Punkten einig werden zu lassen, dann geht das schief. Die Leute sind nicht fähig, sich zu einigen, sondern nur alle haben nur ein Interesse. ZDF und ARD müssen ihre Türen für uns immer aufmachen. Und nur das setzt diese Partei oder dieses Wahlbündnis durch. Mehr nicht.
So, dann gebe ich weiter und dann ist wahrscheinlich wieder Loki dran, ne? Wenn er noch da ist. Ja, ich bin auch da, passt, dann kann ich schnell ein paar Schlussworte sein. Sagen, gut, ja, ich bin begeistert davon, von der Idee. Mir ist noch unklar, was heißt jetzt mitarbeiten? Welche Initiative ist die nächste? Was heißt dann Mitarbeit? Also ich bin gerne dazu bereit, wie gesagt, dann auch wenn ich mir ein Gesellschaftskonzept, das ich ja schon öfters angedeutet habe, wo ich auch noch jemand anders habe, ja, der da auch mitmacht, gerne da auch bei ARD oder ZDF darzustellen. Mir ist jetzt unklar, reicht es schon alleine diese Bereitschaft darzustellen als Mitarbeit oder was ist darüber hinaus gemeint? Soll Ansonsten ich ist noch. in deiner Zeit schnell erklären? In deiner Zeit? Ja, bitte, macht das, genau. Ja, ganz kurz. Das sind zwei Dinge. Jede Gruppierung, die in die Liste will, ich habe ja jetzt da die zwei schon genannt, in diese Liste der Teilnehmenden rein will, muss drum ein bisschen rumtelefonieren, zwei andere Organisationen finden, die zumindest erstmal die Absicht haben, auch selbst wieder zwei zu finden, so wie so ein Schneeball, ja. Okay, ja, ich verstanden. Und dann ist man vorläufig drin. Wenn die zwei es tatsächlich schaffen, dann steht man fest drin irgendwann, Achso, wenn wenn die wir in wirklich auch Nachfolge dabei 2, machen. okay. Und man Das muss noch vielleicht noch mal ein paar Minuten mit dem Büro des Bundeswahlleiters telefonieren, über die technischen, nur so ein paar Sachen erfahren. Wir wollen das ja verteilen auf ganz viele Gruppen, nur so ein bisschen mal die ersten Dinge zu erfahren, wie so ein Wahlbündnis technisch funktionieren würde oder ja, oder sich ein bisschen informieren. Zur Not muss man, ich weiß nicht, ob man eine Extrapartei machen muss oder so ein Wahlbündnis wie damals bei der Linken und der WASG oder der PDS und der WASG, wo daraus dann ja die Linke wurde, ne? Zum Okay, Beispiel. vielen Dank für die Information, weiß ich Bescheid. Und wie gesagt, ich werde mal heute noch, wie es weitergeht, die Diskussion werde ich mir dann noch anhören. Bedanke mich, finde auch, schmeichelt mich natürlich auch, dass die Idee ein bisschen von dem Fußball und dieser Auswahl und dann weiterkommen, so ein bisschen wie so ein Fußballturnier, dass du die aufgenommen hast. Okay, ich verabschiede mich, mache Winke, Winke und bis zum nächsten Mal, vielleicht ein bisschen länger. Okay, tschüss. Ich hake mal ein, Umstände halber. Ich schalte mich jetzt Also, aus. Tschüss. ja, super. Mach's gut, Luki. Bis Tschüss. nächstes Mal. Und Video wird hochgeladen. Es macht vielleicht Sinn. Also, ich bin ja, was die Praxis angeht, mal wieder auch unterwegs. Wir machen Projekte-Rundfahrt. Und wir kommen ja jetzt in eine Gegend, wo Pampa ist und zum Teil vielleicht die Verbindung schlechter werden kann. Wenn ihr das möchtet, kann ich kurz zu dem Vorhergesagten noch mal ein paar Akzente sagen, also keine volle Redezeit, bevor es vielleicht brüchig werden kann. Also ich finde, das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir sagen, die freie Argumentekultur muss zur Basis gemacht werden. Ich finde es gut, da so Konzepte dann zu versuchen, wie mit ARD und ZDF und was der Dillon so als teilweise methodische Konzepte beschrieben hat. Mir ist ganz wichtig, dass immer das Forum eben auch mit in den Blick gestellt würde, weil dann brauchen die Leute gar nicht rangeln um die Sendezeit. Also ich war schon bei ARD, ZDF und bei all den anderen Sendern. Und ich denke, das Wichtige ist, dass wir die höchste Qualität von Argumenten auch dadurch haben, dass ohne diesen großen Konkurrenzdruck alles sichtbar werden kann und dass am besten nach wissenschaftlichen Kriterien oder eben ursprünglich demokratischen Kriterien dann gegangen wird. Wohlgemerkt, alles auszudiskutieren, ne? Also ich gebe da nichts vor, aber bin mir ziemlich sicher, dass das so die Grundmaßstäbe sein werden, die, wenn man darüber nachdenkt und Argumente prüft und diskutiert, die rauskommen werden. Also höchste wissenschaftliche und menschheitsdemokratische Qualität. Auch wenn vielleicht eine Mehrheit jetzt von Leuten, die heute wählen oder auch ARD und ZDF gucken wollen, wenn die eher für kurzsichtige Konsumbotschaften zu haben wären. Aber da werden wir in die Experimentalwerkstatt dann reingehen. Und das halte ich für den ganz entscheidenden Schritt, wo sicherlich eben frei zugänglich für alle und ohne Konkurrenz sowas wie das Freie Argumenteforum eine Bühne sein wird, die man stark genug in den Blick dann stellen kann. Und ja, also wo es noch andere Sicherheitsmethoden aus meiner Sicht gibt, die für freie Argumentekultur wichtig sind. Aber da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Da könnt ihr dann auch Links unter dem Video finden, wo ihr genauer gucken könnt. Oder falls ich dann dranbleibe und keine Brüchigkeit der Verbindung entsteht, erkläre ich es beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer. Ja, ich danke und gebe weiter. Ja, dann nehme ich mal.
meine Position in der Reihe ein zum Thema Frieden durch Kunst, Frieden durch Aufklärung, Frieden durch Bildung, Frieden durch Vernetzung. Wie schafft es der Homo Pazema dann, den kriegerischen Menschen, der ja auf der Waage zwischen Krieg und Frieden ein viel, viel, viel höheres Gewicht hat, weil er ja über viel, viel Waffen verfügt, auf seine Seite zu ziehen, auf seine Seite zu holen, ja, weil wir als friedliche, argumentierende Menschen ja insofern schwach sind und dem Maschinengewehr, früher auch schon dem Säbel, dem Speer, dem Bogen und gar der Atombombe so gesehen nicht viel entgegenzusetzen haben, außer unserer Stimme. Und deswegen möchten wir halt Inseln schaffen, aus dem wir Normalbürger aus dem alten Bewusstsein des Kampfes, der Täuschung, der Lüge herauskommen, in eine höhere Authentizität miteinander, in eine Welt, die einfach glaubwürdiger und liebenswerter ist als die jetzige. Das ist so unser Grundgedanke, also Philosophieerhöhung insofern ist ja erstmal ein schwaches Argument, aber vielleicht hat der liebe Gott und vielleicht hat Jesus nur das Wort zur Verfügung und das Argument zur Verfügung, aber natürlich auch dann die Duldsamkeit und die liebevolle Tat des Samariters, um diejenigen, die glauben, für ihre Ressourcen und für ihr Land und für ihren Besitz noch angreifen zu müssen. Es ist ja gar nicht die Verteidigung in erster Linie, das Recht auf Verteidigung des eigenen Lebens und des eigenen Hauses und der eigenen Kinder und der eigenen Ressourcen sei ja erstmal jedem zugestanden. Wobei da natürlich immer schon Minderheiten schlechte Karten hatten, gegen die besser ausgestatteten modernen Menschen ihre Ressourcen und ihr Leben zu bewahren und ihre Freiheit. Und also wir wollen insofern nicht wieder in Sklaventum und nicht wieder in Abhängigkeit abrutschen, was natürlich die Machtstrukturen leicht auch ermöglichen durch Propaganda, teilweise durch Verschweigen und Lügen und ja, durch Falschinterpretation realer Tatsachen, die sie natürlich durch Medien und auch technisch bessere Ausstattung, Satelliten und Flugzeuge, Helikopter und Funkgeräte viel besser steuern können als der Normalbürger, der höchstens Fernsehen guckt oder in seine Tageszeitung guckt und Privatgespräche mit Nachbarn und Freunden führt oder am Arbeitsplatz. Der kann sich ja nie so umfassend bilden wie eine Macht- und Technologie-Elite, die über riesige Kapitalien und Werkzeuge verfügt. Und dennoch sind wir ja in der Mehrheit mit mindestens mit 90%. Oder gar manche sagen mit 99%, seien es 95, darauf kommt es so gesehen nicht an. Also wir wollen die Philosophieerhebung, die Philosophiesteigerung und den Geist Jesu natürlich leben und ihm nachfolgen und insofern gewaltfrei weiterhin für das Gute einstehen. Heidi gibt weiter und ich.
Henning, ich habe dich eingeblendet. Dann wärst du, glaube ich, in der Reihenfolge dran. Die Heidi wäre eigentlich dran, aber wenn... Die hat weitergegeben. Ach so, die gibt weiter. Gut, okay, dann mache ich weiter. Moment, ich will nur gerade meinen Text einblenden, den ich gerne vorlesen möchte. Und zwar folgendes. Der Wille, die Kraft am Leben und die Lebenberechtigung für alle Mitschöpfer. Eine Botschaft vom Botschafter der physisch lebendigen Erde zu dem einen Schöpfer allen Sein. Alle Menschen sind ausgestattet mit natürlichen, unverhandelbaren, unveräußerlichen und energetisch untrennbaren, unendlichen Lebenkräften. Jeder darf die Harmonie und Achtsamkeit an dem organischen Leben zwischen Mitschöpfern und dem einen Schöpfer, der uns alles Leben schenkt, in ein Gleichgewicht bringen. Deine Präsentation kannst du jetzt einblenden. Die kannst du jetzt einblenden. Ich habe keine Präsentation, nur den Text. Ach so. Die Unterbrechung des Kreislaufs aller Formen an Gewalt ist die einzige intelligente und meisterhafte Art zu leben. Diese freie Form der achtsam, harmonisch, bedingungslos und liebevoller Lebewesen oder Lebensweise erfüllt sich nur durch Helfen und Schenken in der Achtung zu dem kosmisch-energetisch wirksamen Schöpfergesetz. Alles organische Leben kooperiert im Einklang und in Einigkeit mit der Bewegung der kosmisch wirksamen, kraftvollen Schöpferordnung. Die Achtsamkeit, der Harmonie, der Bedingungslosigkeit und der Liebe einzig durch Schenken und Helfen. Jeder, der im Einklang mit der Schöpferordnung schwingt und agiert, ist ein Mitschöpfer, weil er Leben kreiert oder regeneriert. Jeder, der diese wirksame Schöpferordnung missachtet, ist ein Mittäter am Leben minimierender Prozesse und wird von der wirksamen Resonanzkraft der Schöpfernatur aus Ursache und Wirkung im energetischen Ausgleich der Kräfte sinnbildlich durch die wirksame Dissonanzkraft geohrfeigt. Die sinnbildliche Ohrfeige geschieht durch äußere Kräfte der Natur, die jeden Mittäter zur Wiedergutmachung und zu einem Mitschöpfer drängt. In der Form von Unbehagen, Krankheiten, Krisen, Plagen, Situationen im Stress, der Angst, der Unbeherrschtheit, durch das wirksame Gesetz im Kleinen wie im Großen, die bis zu große Kriege führen, durch die ihm fehlerhaften Denken selbsterzeugter Dissonanzkraft der Trennung und Spaltung, die zu Korruption und zur Zersetzung am eigenen Organ führt, sowie auch bei anderen direkt in der Umgebung befindlichen Organen eine Wirkung resonierender, strahlender Kräfte bewirkt. Löse und befreie dich im Denken und Agieren von begrenzenden Bedingungen der Trennung und Spaltung, die zur Korruption lebendiger Organe wirken. Die Schöpfung agiert nur in grenzenloser Harmonie, achtsamer Liebe, einzig durch Schenken und Helfen. Jedes andere Tauschen oder Täuschen ist ein Korrumpieren an der Harmonie im Gleichgewicht aller Kräfte. Erkenne den vorteilbringenden Irrtum in deinem Agieren und korrigiere dich selbst. Moment. Wir alle in der zivilen Gesellschaft leben den seit Jahren, Hunderten gepredigten, voll vorteilbringenden Irrtum, die uns alle zu Tätern und Opfer gleichzeitig machen. Der Kommerz in Bedingungen einer Räuberwirtschaft an Ressourcen, die allen gleichermaßen gehören bzw. von denen wir Teil vom Ganzen sind. Die Schöpferordnung kennt nur Mitschöpfer, die Leben kreieren und regenerieren. Einen Satz noch. Wer im oder mit dem System agiert, dem unnatürlichen System nach Achtung oder Aufmerksamkeit schenkt, bewirkt energetische Wandlungsprozesse, die bei einem selber
und dem eigenen Umfeld das Leben in der Formgebung, die Freiheit und die Qualität oder Quantität am Leben minimieren. Ich lese dann im nächsten Kommentar fort. Und gebe Heidi weiter. Hätte jetzt auch noch einen kleinen Beitrag zum Thema Vision. Ja, wenn das okay ist jetzt, dann würde ich meine Vision für den Kunsthof vorlesen. Die habe ich nämlich gerade hier, weil zum Thema jeder Mensch ist ein Schöpfer. Und wir schöpfen ja über unsere Vision, Ideen, auch das, woran wir glauben, das, was wir dann aussprechen oder aufschreiben. Genau. Und ich lese das mal vor. Der 1000x1000 Kunsthof. Natürlich leben auf dem Kunsthof. Heute wurde ich, wie fast an jedem Morgen, vom Sonnenstrahl geweckt, der durch mein Bauwagenfenster hereinstrahlte. Es ist Juli und zwischen Bauwegen, Tiny-Häusern und Jurten stehen die Kirschbäume voller Früchte. Weiter hinten an einem Hügel werden einige Hobbithäuser gebaut. Mein Partner, der gerade zu Besuch ist, war heute schon sehr früh aufgestanden, um an seinem Häuschen am Hügel weiterzubauen. Ich brauche nach dem Aufwachen 1 bis 2 Stunden für mich und gehe zum üppig bewachsenen und blühenden Meditationsplatz an der Feuerstelle. Hier befindet sich auch der Garten des Friedens mit wunderschönen mandalaartigen Blumenbeeten, Büschen, Mandelbäumchen und einem Wasserspiel. Verspielte Schmetterlinge laden zum Staunen ein. Überall stehen Skulpturen aus recyceltem Material und einige größere Kristalle. Hier fühle ich mich besonders verbunden mit Mutter Erde, den Naturwesen, den Steinen, Pflanzen und Tieren. Natürlich auch mit den Menschen. Unter Begrüßung verstehen wir hier eine längere Umarmung, bei der sich die Chakren verbinden. Manche Menschen verbinden sich auch im Bonding oder Yab-Yum. Nach meiner Tibeta-Session treffe ich auf einige Kinder und laufe ballspielend mit ihnen herum. Ein kleines Mädchen in einem bunten Leinenkleid schenkt mir einen Blumenkranz. Da jeder Mensch hier seinen individuellen Rhythmus lebt, gibt es Zeiträume von jeweils 3 Stunden für die beiden Hauptmahlzeiten des Tages. Von ca. 9 Uhr bis 12 Uhr und von ca. 16 bis 19 Uhr. In der Küche wird frei, kreativ und künstlerisch das Essen zubereitet. Falls sich niemand findet, gibt es immer noch die Selbstversorgung. Vom Gemüsefeld und den Gewächshäusern wird fast täglich die Ernte einschließlich der Wildkräuter hereingebracht. Meist finden sich auch Menschen, die daraus bio-vegane Mahlzeiten zaubern, mit Blüten verziert und zu einem bunten Mandala zusammengestellt. Der Speiseraum ist mit schönen Bildern, Fotografien und Skulpturen verziert. Auf der Terrasse sonnen sich Blumen, Steine, eine Buddha-Statue und Himbeersträucher. Das ehemalige Schloss bietet Platz für ca. 150 Bewohner, 25 Seminargäste, Kunstateliers im obersten Stockwerk, ein Heilhaus inklusive Geburtsraum, den Gästebereich mit 15 Betten, ein Kulturcafé, ein Studio, Büros und ein Wellnessbereich mit Sauna. Des Weiteren gibt es im Erdgeschoss einen großen Festsaal mit Bühne. Die großzügige Marmortreppe, die bis zur Dachterrasse über der 5. Etage reicht, ist mit allerlei Kunsthandwerk, Schnitzereien und Bildern verziert. In den Nebengebäuden befinden sich Werkstätten, eine Töpferei, ein Umsonstladen, einige Schulräume mit Lern- und Forschungsmaterial, ein Seminarraum, ein Kinderhaus und ein Gartenhaus. Gemütliche Plätze im Garten und dem angrenzenden Waldstück laden zu intensiven, angenehmen oder hingebungsvollen Gesprächskreisen ein. Ein Hochseilgarten befindet sich noch im Bau. Auf der weiten Obstwiese und dem angrenzenden ehemaligen Golfplatz stehen Dutzende von Bauhäusern. So, ja. Also das war jetzt der Anfang, aber was ich damit zeigen wollte, ich wollte ein Bild entwerfen, was schon bei vielen Menschen, die dies gelesen haben, eine Sehnsucht geweckt haben. Das, weil ich dann die Rückmeldung bekomme, so, ja,
Genau das wünsche ich mir ja eigentlich auch. Und wie ist das realisierbar? Es ist realisierbar, weil bei diesem, es ist ja auch schon ein Konzept auch, bei diesem Konzept kann jeder Mensch das tun, was er möchte. Also wer noch sein normales, systemtreues Leben weiterführen will, kann diesen Kunsthof ja besuchen, zum Beispiel. Ein bisschen Kunst machen, okay. So, und wer da leben möchte, kann da leben und so weiter. Für jeden ist das Richtige dabei. So, ich gehe mal weiter. Ja, jetzt war ich vermutlich dran, gell? So, dann gehe ich jetzt mal wieder auf das Bild zurück. Ich wollte euch mal zeigen, wo das ist hier. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Das ist, wenn man im freieargumentekultur.de Forum geht man auf aktive Themen. Dann sieht man, dass der oberste Thema, da hat der Henning gerade was gepostet zuletzt, Wandelgespräche. Und dann geht man auf die Seite 6, egal ob dann 7 oder 8 da sind. Wenn man auf Seite 6 geht, dann kommt man hier hin. Und zwar auf den Beitrag, wo die Beschreibung von diesem neuen Konzept ist, nämlich wie wir endlich anstatt vor 10 Leuten zu reden oder vor 3 Leuten manchmal zu reden, vor 3 Millionen Leuten reden können und werben können für unsere Lösungsvorschläge. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn dann demnächst jetzt hier lauter weitere Initiativen, die also ihren Teil mit beigetragen haben, dann auch in dieser Liste stehen werden. Ne? Wie gesagt, diese 2000 Euro unserer Professoren werde ich da versuchen, gezielt. Ich habe auch schon mit einer Firma gesprochen, die eventuell das dann durchführt und so weiter. Und habe auch schon mit Leuten angesprochen, die eventuell das als Job übernehmen würden. Ja, und dann hat Öff darauf noch geantwortet, das könnt ihr dann auch noch mal lesen, ausführlich darauf geantwortet. Dann hat der Henning seinen Text geschrieben und ja, aber jetzt gehe ich noch mal drauf ein, jetzt auf die Dinge, die auch angesprochen wurden. Also wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass wir auf diesem Wege endlich wirklich Millionen Menschen erreichen und wirklich was erreichen. Öffi hatte so gesagt, für ihn ist das Forum das Wichtigste, also das schriftliche Forum nochmal wichtiger. Aber das Problem ist, das ist so ähnlich wie beim New World Economic Forum. Das Angebot haben die Leute bekommen und kamen nicht. Sogar die Gemeinwohllobby ist nicht gekommen, ne, sondern hat dann an anderen Talkshows teilgenommen, wo sie einfach mal so 50.000 Klicks kriegt. Und das hat sie dann mehr interessiert. Und genauso ist es beim Forum. Die Leute gehen dorthin, wo sie 100.000 Leser haben oder Zeitungen oder was auch immer, und kommen leider bis jetzt nicht genügend ins Forum, weil sie eben also immer nur die große Zuhörerschaft suchen. Das ist halt leider mit den Menschen so. Das ist jedenfalls den Menschen im Kapitalismus. Und die Wahlergebnisse jetzt, wenn ich nochmal hier bin, die Wahlergebnisse hier, das sind ja zwei Wahlergebnisse. Einmal die nicht repräsentative Zuschauergruppe, so, die dürfen auch abstimmen, damit das so einen sportlichen Aspekt auch hat, ja, und dürfen sich beteiligen, indem sie auch abstimmen jeweils. Und aber die repräsentative Wählerstichprobe ist dann immer die ausschlaggebende, ja, sozusagen, oder die höher gewichtete, je nachdem, wie man das machen will. Aber es muss eigentlich die ausschlaggebende sein, damit das wirklich auch als Wahlergebnis gelten kann, ja. Und dann müssen wir uns klar sein, leider wird nicht das Beste gewählt werden. Öffi hat gesprochen von Wissenschaftlichkeit oder was auch immer. Das wird leider kein Kriterium sein können. Der riesige Nachteil der Demokratie ist, dass eventuell nicht das Beste gewählt wird, sondern das, was die Wähler verstehen
können, was diese repräsentative Wählerstichprobe von jeweils 1000 Leuten pro Sendung jeweils verstehen kann. Und was sie nicht verstehen kann, kann sie auch nicht wählen und wird sie nicht wählen. Das heißt, man verliert entweder, weil die Leute das wirklich nicht wollen, was man anbietet dann, oder man verliert, weil sie es nicht verstehen können, denn der Kapitalismus reduziert ja auch die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen und führt ja zu einer Gehirnverkleinerung. Seit 40.000 Jahren werden ja die Gehirne immer kleiner, weil der Kapitalismus schädlich in die Evolution eingreift. Jetzt höre ich es piepen und mache nur noch den Gedanken rund, nämlich indem ich sage, ja Walter, diese pazifistische Mensch, das Problem ist, dass der gebunden ist, eigentlich aus Naturwissenschaft Sicht, aus meiner Sicht an die Bonobo-kommunistische Gruppenehe. Außerhalb wirkt leider die Säugetiergenetik Richtung Gewalttätigkeit. Aber der Kapitalismus, die kapitalistische Sexualitätsunterdrückung führt eben dazu, dass wir die Bonobo-kommunistische Gruppenehe mehr oder weniger stark ablehnen, weil wir dafür aus naturwissenschaftlicher Sicht zu sehr sexualitätsunterdrückt sind. Und so beißen sich dann die Katze in den Schwanz und wir sehen ja, was gerade in der Ukraine geschieht, nämlich dass der kapitalistische Mensch immer ein Mörder und Kriegsmörder ist. So, ich gebe weiter, wer auch immer dran ist. Ne? Ja, ich bin jedenfalls noch da. Die Verbindung hält. Die Reihenfolge war ja so ein bisschen durcheinander gekommen. Wenn keiner protestiert, sage ich mal wieder ein paar Worte. Das ist alles total spannend und ich finde am wichtigsten eben, dass da als Schlüssel steht, wir müssen gemeinsam nach den besten Argumenten gehen wollen. Wenn nicht, stimmt die grundlegendste Weichenstellung nicht. Und ich denke, die Dinge können sich dann bestens ergänzen. Ich sehe das wie große Experimentalwerkstätten. Man kann hingehen, kann mit den Medien zu arbeiten versuchen, kann da verschiedene Konzepte so ausprobieren. Also auch jetzt in den Details, wie der Dylan das da angesprochen hat. Und da ich ja bei diesem Geschehen von Anfang an ein Stück weit mit drin bin und Dylan ja auch das Forum intensiv nutzt, habe ich jedenfalls erstmal keine Bedenken, dass dieses Angebot, Leute, wenn wir hingehen wollen und wollen wirklich bestmögliche Argumente entwickeln, auch im Sinne von wissenschaftlicher Qualität und Menschheitsdemokratie, also was für alle, auch die Kinder der Zukunft am besten ist, dann könnt ihr dieses Forum nutzen. Und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass ihr vielleicht nicht drankommt oder aus irgendwelchen Kriterien heraus dann doch nicht bei ARD und ZDF mit vorkommen würdet oder nur kurz und dann nicht mehr. Im Forum habt ihr all diese Probleme nicht. Und das Forum wird bestimmt eben immer wieder, also auch bei den ganzen Fernsehsendungen und so weiter, hat eine zusätzliche Schiene mit vorkommen. Und damit kriegt es dann, denke ich, unvermeidlicherweise die Qualität, dass das eben ja erkannt wird. Hier gibt es diese Bühne. Und das ist nicht nur hinten eben so ein Winkel, den man auch vielleicht platt machen kann und dann ist da nichts mehr oder man kann sich drüber hinwegsetzen. Die Leute mit Macht und Geld brauchen sich nicht mehr nach Argumentequalität richten, die können sich wieder weiter so wie sonst durchsetzen. Ja, ich glaube, das wird seine Eigendynamik dann bekommen. Die Schlüsseleinsicht jedenfalls ist entscheidend und da machen wir ja jetzt auch Werbung für. Also ich finde als Anfangsimpuls auch jetzt die Texte, die wir da im Forum haben und das letzte Video jetzt von Samstag, finde ich ganz genial. Ja, also in der Richtung können wir hoffen, dass was wird. Und damit gebe ich auch schon weiter. Ja, ich gehe nochmal auf die Übungsräume ein, die wir aus Idealismus, aus Menschenfreundlichkeit, aus Humanismus, aus Begegnungsfreude miteinander aufsuchen. Dazu zähle ich die Kirchen, die Bürgerhäuser, auch die Selbsthilfewerkstätten,
die Vereine weitgehend, alle Gruppierungen der Gesellschaft, wo man eigentlich aus freien Stücken, aus eigenem Antrieb, aus eigener Neigung heraus hingeht, letztlich auch die Diskotheken, die Bars, die Cafés, die Restaurants, die Theater, die Räume, die uns in der Gesellschaft zur Verfügung stehen und die wir ja auch wieder stärken möchten, weil das ja teilweise Räume sind, die sich so gesehen nicht rechnen. Man muss sich sogar bei unserem Vielzwecktheater anhören, ja, es kann ja nicht ständig auf sein, weil dann der Reinigungsaufwand so hoch ist, ne? Aber ein Vielzwecktheater aus Gründen der Reinigungskriterien geschlossen zu halten und nicht für Bürgerbegegnung, für Flohmarkt, als Wartehalle sogar und für freies Impro-Theater und natürlich alle regulären Spiele aufrechtzuerhalten. Also das ist doch recht dürftig und schwach und natürlich ein sehr ungünstiges kapitalistisches Argument. Und die Kirchen, ja, die Gottesdienste sind auch zu sehr ritualisiert und eigentlich veraltet. Wir werden ja mit der modernen Theologie die Bänke im Kreis aufstellen, weil ja der Gott, auch Jesus oder der Gott oder der Schöpfergott in uns allen ist und durch uns alle spricht und nichts, fast nichts, etwas doch, aber nicht viel außer uns ist, außer dem Menschen, genauso wie der Restkörper eines Menschen ja nicht so viel Bedeutung hat gegenüber seinem Seelen- und Geistesleben. Das heißt, wenn ein Mensch hirntot ist, aber der Körper noch funktioniert, dann sprechen wir eigentlich nicht mehr von menschlichem Leben. Und insofern lebt der Gott, die Schöpferkraft des ganzen Kosmos im Menschen als seinem höchsten Vertreter im Universum durch die Sprache, durch die Argumentik und durch die Kraft, diese Urgeduld der Natur wirklich miteinander zu leben in Friede, in Freundschaft und in Gleichwertigkeit. So, Heidi macht weiter noch einen Moment. Ja, ich möchte jetzt doch noch einen Teil von meiner Vision weiterlesen. Das heißt, meine, unsere, unser aller Vision, die ich dann in Worte gefasst habe. Also, an Wochenenden und in den Schulferien bekommen wir Besuch von vielen, vielen Menschen, vorwiegend Familien aus der Stadt. Manche Kinder besuchen hier auch täglich den Freilernort, eine Art freie Schule. So findet eine Verbindung zwischen dem alten und dem neuen System statt. Das Motto, raus aus dem künstlichen Leben, rein in den natürlichen Kunsthof, fasziniert seit 7 Jahren nicht nur Systemaussteiger. Das Wortspiel künstlich-natürlich erweckt die Experimentierfreude. Als 1.000 Menschen bzw. Familien, Vereine und so weiter jeweils 1.000 Euro zusammengelegt hatten, konnten wir als Genossenschaft diese wundervolle Oase erwerben und mit autarker Energieversorgung ausstatten. Weitere Sponsoren decken den größten Teil des noch laufenden finanziellen Bedarfs. Einige Millionäre hatten erkannt, dass sie mit ihrer weiteren Teilnahme Kapitalismus, Kriege finanzieren und unterstützen seitdem lieber Friedensprojekte. Es wirken auf dem Kunsthof auch Menschen, die mit viel Freude finanzielle Kunstwerke schaffen und somit die Ausgaben für Dinge, die wir noch nicht selbst herstellen, decken können. Ganz im Sinne der Schenkökonomie und der Tauschlogikfreiheit kann hier jeder Mensch geben, was er geben möchte und empfängt dafür alles, was er braucht. Als Konzentrations- und Kraftpunkt dient uns ein großer Bergkristall, der im Schlossgarten auf einem wiederentdeckten und gereinigten Kraftplatz aufgestellt wurde.
Zum Frühstück nasche ich mich durch den Essgarten, der sich in einer paradiesischen Fülle befindet. Dazu trinke ich Wasser aus der Quelle, die hier entspringt. In einer Nische stehen einige junge Birken. Dazwischen baut ein Vater mit seiner kleinen Tochter ein Elfendorf aus Minihäusern, Minitischen und Bänken. Ich umarme ausgiebig einige Menschen, tausche mich über Neuigkeiten aus und vereinbare einige Termine für meine Berührungs- und Heilkunst. In diesem Bereich bin ich kompetent, ebenso in der Geburtsbegleitung und das Erschaffen von heiligen Räumen. Manchmal widme ich mich einer inneren Eingebung folgend der Schreibkunst, der Musikkunst und dem freien Ausdruckstanz. An Theaterveranstaltungen nehme ich auch gerne teil. Darüber hinaus besuche ich manchmal das Malatelier oder zaubere köstliche bio-vegane Mahlzeiten für 200 Menschen. Oder ich helfe im Garten oder auf einer der zahlreichen Baustellen. Überall wird gesungen, getanzt, gefachsimpelt, philosophiert und gelacht. Viele Gegenstände sowie Verzierungen werden schon im 3D-Druckverfahren hergestellt. Morgen wird unser Zeppelin seinen ersten Probeflug starten. Daher erwarten wir viele Gäste. Gegen Mittag gehe ich im nahegelegenen See schwimmen und begegne wiederum liebevollen Menschen. Wir singen spontan einige Mantren und denken uns fantasievolle Geschichten dazu aus. Mein Partner findet mich hier und wir begrüßen uns innig. Er hat sein Mittagsschläfchen gerade beendet und irgendwo 2 Stück Kuchen organisiert. Nach der kleinen Stärkung lädt er alle hier Anwesenden zur spontanen Esperanto-Lernstunde im Schatten einer großen Buche ein. Danach schlendern wir langsam zurück zum Weißen Schloss. Als Initiatoren schon ein erhabenes Gefühl. Wir erblicken hinter dem Wald das gewaltige bunte Eingangstor. An diesem Tor hängen Schlüssel in den 7 Regenbogenfarben. Diese haben die Mitspieler des Schlüsselspiels, ein Crowdfunding- und Vernetzungsspiel, mitgebracht. Der Schlüssel ist das Symbol für den Weg in die 5. Dimension. Darüber leuchtet in bunten Farben natürlich Leben auf dem Kunsthof. Und ich gebe weiter. Ja, eigentlich wäre der Johannes Winter dran, weil den habe ich noch gar nicht gehört. Ist der eigentlich noch da? Ja gut, dann mache ich weiter mit meiner Vorlesung. Erst wer sich dieser Handlungen bewusst ist, kann ein Mitschöpfer werden und sein. Durch den vorteilbringenden Irrtum im systemischen Denken machen sich die Menschen gegenseitig zu Täter und Opfer. Um dem ein Ende zu bereiten, braucht es das Beenden der Mittäterschaft und das Abwehren, sich zu einem Opfer machen zu lassen. Dieses geschieht aber nur, wenn man die kleinste Form der Gewalt erkennt, wo man zum Opfer gemacht wird. Sowie das Sehen von den energetischen Wandlungsprozessen, weil alles Licht, Bewusstsein und Energie gleichzeitig im Jetzt ist. Wer das energetische Jetzt lebt, ist definitiv raus aus allen systemischen Regeln. Wenn jeder Mensch auf der lebendigen Erde mit seinem Status der erste Diener von einem Staat ist, wie kann sich der Mensch selbst das Recht wegnehmen? Durch Bewusstwerdung im Erkennen, dass Recht eine autarke Kraft am eigenen Leben ist und diese Kraft einzig und alleine der Selbstverantwortung eines jeden selber erliegt. Alle 2D-Geldwerte auf der 3D-Erde stehen immer dem unendlichen, unverhandelbaren und unveräußerlichen 3D-Lebenwert gegenüber, eines jeden lebendigen 3D-Leben, rumpierend gegenüber. An dieser Stelle darf jeder sich der Frage bewusst werden,
Wie groß ist das kleinste 3D-Lebewesen mit einem unendlichen, unverhandelbaren und unveräußerlichen 3-Leben-Wert? Die letzten 2 Jahre durfte sich jeder in der künstlich erzeugten Plandemie dieser Frage bewusst werden. Wissen Sie es? Es ist die Lichtfrequenz. Es ist einfach die kleinste Energieform, die strahlenförmig durch den Raum saust, die wir mit unseren Gedanken bündeln können und zu dem formen können, was für uns sichtbar erscheint. Mit dieser Antwort darf sich jeder Mensch in seinem Status zum ersten Diener eines Staates, einer Menschheitsfamilie dienen. Für sich selber und zum Wohl aller, in Freude und Glückseligkeit. Wenn jeder jeden bedingungslos hilft, sofern er helfen kann und dem Helfer Freude bereitet, dann sind alle glücklich und jedem wird geholfen. Ist doch paradiesisch. Und damit gebe ich dann auch weiter. Ja, jetzt vermute ich, dass ich wieder dran bin. Mal gucken. Ich mache erstmal ein Bildchen hier. Bildchen. Ich habe ja noch nicht so. Sekunde. Jetzt habe ich die Bildchen. Ja, dann lege ich los. Ja, nehmen wir doch das Bildchen im Moment. Los geht's. Wo ist der Zettel hin? Ja, also noch einmal abschließend zu diesem Fernsehgeschichte. Ja, das ist natürlich nur für die, die wirklich auch sozusagen ganz konkret, realpolitisch überhaupt noch Deutschland verändern wollen und das ganz realpolitisch sozusagen hinkriegen wollen und den ARD und ZDF Zugang bekommen dann halt, weil das ja wirklich dann eine Partei oder ein Wahlbündnis ist, die Gesetze werden so gemacht, die 100 bis 200 Initiativen, und Parteien, die aktiv an der Realisierung dieser Möglichkeit mitgewirkt haben, die werden natürlich dann auch diesen Zugang bekommen, weil sie ja dann auch letztendlich einen gewissen Parteienstatus haben und dann ist es ja auch schon für die Medien normal, die dann auch zuzulassen und so weiter. Dann ist der Sprung für die Medien auch nicht so groß, denn alles, was parteilich erfolgreich ist, muss ja sowieso wahrgenommen werden von den Journalisten. Ja, und dann aber gehe ich mal drauf ein. Der Henning benutzt öfters das Wort, den Begriff vorteilbringende Irrtümer. Vielleicht ganz kurz die Erläuterung. Vorteilbringende Irrtümer ist jetzt also ein Begriff, den wir im Weltrat als Übersetzung benutzt haben für den Begriff des parasitären Memes, das man auch übersetzen kann mit Killerviren des Geistes oder psychologisch übersetzen kann mit irrationalen Kognitionen oder irrationalen Glaubenssystemen. Und das meint, kommt von Memory, Gedächtnis, heißt verhaltenssteuernder Inhalt, will ich es mal so übersetzen. Das ist quasi Meme und Gene bestimmen das gesamte Leben. Es gibt also aus naturwissenschaftlicher Sicht nichts anderes außer Meme und Gene, was uns steuert. Ja? Und die Meme und Gene und die parasitären Meme oder vorteilbringenden Irrtümer, dafür mache ich mal ein paar praktische Beispiele, damit man sich vorstellen kann, was das ist. Ja, wenn ein Supermarktleiter morgens in den Spiegel schaut und sagt zu sich, oh, mein Gewissen ist okay, ich kann damit leben, ich versorge die Menschen mit Essen und da bin ich ein wertvoller, guter Mensch. Das ist ein vorteilbringender Irrtum.
Denn die Wahrheit ist, dass er, um auf dem kapitalistischen Markt zu bestehen, uns alle vergiften muss mit minderwertigem Chemiemüll, mit Konservierungs- und Giftstoffen und Zuckerstoffen und Süßstoffen und allem möglichen Müll, weil nur der kann billig hergestellt werden. Dieser giftige Sondermüll kann, nur der kann billig hergestellt werden, sodass man konkurrieren kann mit Aldi, Lidl, Rewe und all den anderen und so weiter. Und er glaubt wirklich, dass er die Bevölkerung mit wertvoller Nahrung versorgen würde. In Wirklichkeit verwandelt er die gesamte Weltbevölkerung und seine gesamten Kundschaften in krebskranke, diabeteskranke Kinder, übergewichtige Kinder und zerstört unser aller Leben. Glaubt aber selber, er sei ein Engel, so wie der Arzt, der, was weiß ich, jetzt Tausende von Leuten geimpft hat und so weiter, in der, es piepst, ich mache nur noch rund, die in der tiefsten Überzeugung ist, er sei ein Retter der Menschheit und ein Engel und so weiter. Das sind vorteilbringende Irrtümer. Jetzt bin ich nicht sicher, kann ja nachher mal dann sagen, ob er die auch in dem gleichen Sinne, den Begriff vorteilbringenden Irrtum, benutzt hat. Er kann natürlich auch vorteilbringenden Irrtum auch so definieren, wie er das möchte. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Es gibt ja keinen Zwang, Begriffe gleich zu verwenden. So, dann gehe ich jetzt wieder zurück zu unserer Sendung und dann ist, glaube ich, war dann jetzt der Walter, glaube ich, wieder, oder der Öff-Öff zuerst. Der Öff-Öff war zuerst, oder? So er denn da ist. Es kann sein, dass er abgestürzt ist, dann macht Walter weiter. Walter und Heidi. Ja, Öffi, meldest du dich noch rein? Sonst versuche ich noch ein paar Gedanken zum Thema Homo Pazema, dem friedlichen Mensch der Zukunft, dem die Erde gehört, den Sanftmütigen, die keinen Krieg mehr brauchen und nicht mal mehr rauben müssen, da sie ja als Gemeinschaft und Gesellschaft alles haben, mehr haben als nötig, sodass wir natürlich auch helfen können dort, wo Nöte sind. Denn die Armee der Zukunft ist ein Katastrophenschutz und geht dahin, wo die Natur, die Menschheit und die Natur schlägt. Da können wir dann die Schönheit des Gartens und der Natur wiederherstellen mit Heerscharen von hilfsbereiten Menschen und natürlichen Ressourcen, die es uns ermöglichen, nach Überschwemmungen oder Vulkanausbrüchen oder Erdbeben oder Bränden die Natur wieder herzustellen, wieder zu pflanzen, Wege wieder zu bereiten. Der moderne Mensch, der ja befähigt ist, die Maschine zu nutzen und die künstliche Intelligenz, der ist ein hilfsbereiter Mensch, der Homo Pazema, der friedliebende Mensch, der friedliche Mensch ist natürlich hilfsbereit, weil ein jedes menschliche Wesen zum Gehirn der Welt gehört und das Wesen ohne Scheuklappen sieht natürlich zu, dass, wie Einstein so schön sagt, das Gesamtgehirn tätig ist und intakt und aktiv und gut mit Energie versorgt, weil dann natürlich die Konsequenz und die Liebe für den Gesamtorganismus am höchsten ist. Das Tier insofern ist instinktgetrieben, nutzt nicht die Bereiche, die dem Menschen nur zur Verfügung stehen, durch Sprache und durch intellektuelle Fähigkeiten. Und natürlich viele Menschen können das auch insofern noch nicht so derartig nutzen, da ihnen ja Weitblick und Aussicht fehlt. Wobei, also Intellekt
lange nicht die Grundvoraussetzung ist zum Menschsein, sondern in erster Instanz ist natürlich die Herzlichkeit, das Herz und die Liebe und der Vorsatz, nicht zu verletzen und nicht dem Zeitgenossen Ressourcen zu rauben. Also das steht natürlich noch über dem Intellekt, aber wenn wir dann diese Herzqualität erreicht haben, gibt es natürlich unterschiedliche Grade von intellektueller und fachkundlicher Nützlichkeit, die allerdings auch nicht so dermaßen und schon gar nicht auf die alte Art mit Geld honoriert werden, sondern durch Anerkennung, durch Lob, durch Position in der Gesellschaft, wo die Weisen und die Liebevollen, die Mütterlichen und die Ästhetischen nach oben gespült werden und nicht die Machthungrigen und die Vordrängler und die Aufdringlichen und die Vorlauten. Dieses System der Kommunikation wird im Laufe der Zeit geschaffen, auch dadurch, dass wir in den Kirchen die Reformation weiter propagieren und die Kreisgespräche in allen Ebenen der Gesellschaft voranbringen. Ja, dann mache ich nochmal weiter mit meiner Geschichte dazu. Ja, Sekunde noch, Walter, nur zu deiner Information. Der Ton war sehr gestört und sehr schlecht. Man konnte es aber gerade so noch verstehen. Vielleicht beim nächsten Mal nochmal gucken, warum der Ton so schlecht war. Jetzt, also Heidi, guck mal, ob dein Ton jetzt auch gut rüberkommt. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist wieder in Ordnung. Jetzt ist besser. Okay, ja, das Walter hat eben lauter gestellt, genau. Wenn es nur daran lag. Okay, dann lese ich mal weiter, weil ich finde, das macht ja gerade richtig Spaß. Mensch, das eine greift in das andere über. Toll. der Parkplatz ist schon jetzt überfüllt von PKWs und Wohnmobilen. Wir teilen unsere Ideen über ein Abholsystem mit dem Zeppelin, Carsharing und die Fortschritte der Kfz-Werkstatt für wasserbetriebene Fahrzeuge. Wir entdecken einen wasserbetriebenen LKW mit Olivenöl, Südfrüchten und Kalami aus Griechenland, der uns mit Gütern aus dem vernetzten Greaseful Peace Projekt versorgt. Er wird dann mit unseren Produkten wieder andere Gemeinschaften versorgen. Hinter einem zweiten kleineren Tor, an dem auch schon einige bunte Schlüssel hängen, befindet sich der Küchengarten mit einer großen Kräuterspirale. Eine altersgemischte Gruppe von Kindern schart sich um meine 90-jährige Mutter, die mit viel Hingabe ihre Weisheiten weitergibt. Sie zog vor einigen Jahren hierher, nachdem sie den Wunsch zu sterben aufgegeben hatte. Auch einige meiner Kinder und Enkel leben hier bereits, da Familien hier immer Zuflucht finden. Nach kurzem Geplauder zieht es uns in meinen Bauwagen zurück. Ich esse noch Haferflocken mit Trockenobst und Nüssen, die ich immer auf Vorrat habe. Nach einem Kuschelstündchen begeben wir uns zur Hobbithaus-Baustelle und ich bin entzückt von den harmonischen Rundungen und weichen Naturfarben. Unser Weg führt uns an der Pferdekoppel, dem Hühnerhof und einigen Ziegen vorbei, die freundlich mit uns kommunizieren. Wir gehen an den Solarduschen und Kompostklos vorbei. Im Haus wurden ebenfalls alle sanitären Anlagen umgebaut. Das Abwasser wird mehrfach genutzt und schließlich in den Klärteich geführt. Die Erforschung der freien Energie geht nun auch voran. Nun lasse ich meinen Freund in der Werkstatt für 3D-Druck zurück, wo heute wieder ein Gitarrist das Werken begleitet. Ich begebe mich beschwingt in den Massageraum des Heilhauses, um zwei heilende Massagerituale mit therapeutischem Gespräch zu geben. Es gibt hier zwar Termine, Uhren und auch eine Struktur, sogar Regeln für Menschen, die dieses noch brauchen. Ich übe mich gerade darin, meiner inneren Uhr zu folgen und kommuniziere immer häufiger auch telepathisch. Ich komme pünktlich, da mein erster Massagegast sich verspätet. Auf dem Weg zum Abendessen, ich erwische gerade noch ein Linsengericht mit Salatresten,
entdecke ich ein heute fertiggestelltes 3D-Bild auf der hinteren Hausfront. Ich gratuliere dem Künstler und werde ihm als Dank am nächsten Tag eine Massage geben. Geben und empfangen heißt eines der kosmischen Gesetze, nach denen alle Menschen hier leben. Daher helfe ich nach dem Essen gerne noch in der Küche. Wir singen beim Abwaschen und vergnügen uns mit einer kleinen Wasserschlacht. Nach der täglichen Redekreisrunde, die heute kurz gehalten wird, begebe ich mich ans große Lagerfeuer, wo allerdings gerade eine Debatte stattfindet. Mein jüngster Sohn ist aus der Stadt angekommen und in einer Grundsatzdiskussion verwickelt. Einem Menschen geht es um Akzeptanz und Urteilsfreiheit, seinem Diskussionspartner um Respekt. Mein Sohn schlichtet schließlich und schaut mich freudig an. Dann verschwinden wir in der Raucherecke, um zu plaudern. Hier, wie überall, wird immer wieder das Thema Drogen heiß diskutiert. Da es aber fast so viele Süchte wie Menschen gibt, führen diese Diskussionen meist nicht weit und wir erkennen zumindest, dass die Auflösung von Traumata und die Schwingungserhöhung jegliches Suchtverhalten mindert, ohne durch künstliche Disziplin und Verzicht die Lebensfreude zu unterdrücken. Denn diese möchten wir ja alle fördern auf dem Weg in die bedingungslose Liebe und den Weltfrieden. Ich hole noch... Okay, gleich den letzten. Dann gebe ich weiter. Jo. Dann mache ich mal wieder weiter. Zu Dylan, der vorteilbringende Irrtum, das, was du erklärt hast, ist schon wunderbar. Aber ich würde das ganz gerne noch ergänzen zu einem Bild, was ich jetzt gerade noch mal einblenden möchte. Moment, kompatier. Nee, akzeptar, ich kann nicht. Moment, wieso kann ich jetzt nicht kompatier? Pantanelia? Macht er nicht. Oder doch? Nee, macht er nicht. Henning, jetzt kannst du. Jetzt kannst jetzt du. Kann ich. Moment, ich probiere es nochmal. Moment, halt, weg. Weg. Moment, wo bist du? Da bin ich. Und groß machen. Ah. Jawohl, jetzt kann ich es machen. Kompatier, so, jetzt dürfte das Bild zu sehen sein. Ja. Ja. Ich möchte es ganz kurz erklären. Und zwar, der vorteilbringende Irrtum ist, dass wir mit Frieden ja etwas ein Paradies erschaffen möchten, aber das funktioniert nicht, weil Frieden eigentlich nur der passive Krieg ist. Und ich erkläre es einfach mal darin, dass also die Dissonanzkräfte, die wir in aktiven Krieg haben, in Friedenszeiten nur minimiert sind. Und zwar durch die energetischen Kräfte unseres Handelns, indem wir mindere Denkwerte in Form von Geld gegenüber unendlich wertvollen Lebenswerten, was wir an Leben eigentlich sind, immer korrumpieren, indem wir Handel mit Geld betreiben. Das ist der vorteilbringende Irrtum, dem wir unterliegen, rein energetisch in der Denkweise, dass wir den unendlichen Wert an Leben immer in minderen Geldwerten definieren und das Leben eigentlich in seiner Struktur an Ehre und Würde und Liebe immer minimieren oder korrumpieren. Je nach Häufigkeit, wie wir das in der Realität dann letztlich auch haben, weil jeder Gedanke von jedem Menschen summiert sich in der Realität. Und die Realität wird uns wieder zurückgespiegelt, also resoniert auf uns zurück und wirkt auf uns zurück. Es ist immer eine Wechselwirkung zwischen dem, was wir Menschen denken, im guten Denken oder im schlechten Denken. Denken wir Schlechtes, kommt das Schlechte auf uns zurück. Denken wir im Guten, kommt das Gute auf uns zurück. Aber es ist nicht nur das Denken alleine, es ist auch das Handeln. Wenn wir im Handeln negative Gedanken weiterbringen oder handeln, eben mit Geldformen, egal welche Geldform es letztendlich ist, es ist immer ein Minimieren von Lebenwerten. Und das ist das Korrumpieren oder auch der vorteilbringende Irrtum, dem wir alle noch unterliegen. Und diesem
unterliegendes Irrtums können wir nur loswerden, entweder durch einen energetischen Prozess oder im Umdenken aller Menschen, uns von diesem Prozess zu lösen. Jetzt will ich noch mal gucken. Ja, jawohl. Ich will noch mal ein anderes Bild zeigen, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Moment, wo ist es? Welches Bild ist es? Moment. Grafisches Dreieck, da ist es. Kriege ich das? Nein, so nicht. Wo ist es denn jetzt? Da ist es. So, das dürfte jetzt zu sehen sein. Moment. Ja. Nee. Jetzt komme ich hier mit meiner Technik nicht so ganz klar. Kann man das Bild sehen? Ich sehe, aber relativ klein. Ist jetzt größer? Ja, besser. So. Also das ist das magische Dreieck von Johann Galtung, der also die Gewalten in direkte Gewalt, in strukturelle Gewalt und kulturelle Gewalt eingeordnet hat. Und Johann Galtung hat gesagt oder herausgefunden mit seinem magischen Dreieck, dass man Gewalten nur minimieren kann. Man kann also eine Gewaltform niemals mit Gewalt bekämpfen. Das ist ein Grundprinzip, ein energetisches Grundprinzip. Und deswegen ist Krieg also niemals eine Lösung, sondern nur ein Gewaltverbrechen letztendlich. Und Moment, hopp. So. Und Gewalt ist aber letztlich eine Form von Energie. Und wir haben die Nacht, ein Viertel vom Tag, wo wir schlafen, durch Energiemangel, weil die Sonne eben nicht mehr da ist, nicht mehr scheint. Und wir haben ein Viertel vom Jahr, wo auch kein Wachstum ist im Winter. Und wir haben ein Viertel vom platonischen Jahr, das sind 5520 Jahre insgesamt, also im Kali Yuga, was also die Zeit der Trennung auch ist. Und wenn wir ausreichend Energie haben, so wie am Tage, dann haben wir auch positive Gedanken, dann herrscht die Sonne, dann ist Selbstbestimmung, dann haben wir auch die Liebe in uns. Und das ist das, was die Heidi mit ihrem Vortrag sehr schön hervorgebracht hat. Es sind auch die Worte, die wir sagen in Freundlichkeit und sonniger Wohligkeit. Und in der Nacht sind halt eben die negativen Gedanken. Aber die Sprache ist die Matrix, die wir unterliegen, die auch ein vorteilbringender Irrtum ist. Weil energetisch ist der negative Gedanke positiv. Positiv ist aber der Pol, der immer korrumpiert und sich zersetzt oder in Trennung geht. Und der positive Gedanke ist aber der Minusgedanke, beziehungsweise die Minusenergie, wo die Energie und die Kraft ausstrahlt. Und das kommt in dem Moment wieder zurück, wenn die Erde in ihrer Bewegung wieder dem lichtintensiveren Raum, der Zentralsonne, entgegengeht. Und da sind wir gerade in einem Wechsel, wo also das Kali-Yuga bzw. die Übergangsphase Dwapara-Yuga im Wechsel dieses Energiefeldes ist, von Nacht auf Sonne. Ja, und damit gebe ich dann weiter. FF scheint noch nicht wieder da zu sein, also mache ich weiter. Ja, jetzt haben wir, die Heidi hat ja die schöne Vision gelesen und so weiter. Jetzt werde ich auch Visionen machen. Vielleicht erst, nachdem ich erst einmal sage, warum mich diese Vision nicht überzeugen. Wir leben faktisch im Zeitalter der letzten 400.000 Jahre in einem Zeitalter des brutalsten Kapitalismus
der noch vor 80 Jahren 60 Millionen Menschen abgeschlachtet hat auf das Grausamste und jetzt wieder in der Ukraine wiederum Tausende von Menschen foltert und abschlachtet auf das Grausamste. Und ich kann keiner Gesellschaftsform und Vorstellung zustimmen, wo die Kommunen oder Projekte nicht in der Lage sind, die Abwehrraketen zu entwickeln und zu erforschen, die Defensivrüstungsabwehrraketen, die uns schützen würden gegen Putin oder gegen Bidens Raketen und Flugzeuge und Hubschrauber und Bomben und so weiter. Denn wir sehen ja, wohin das führt, bei den Indianern, bei den Indios in Südamerika, die haben wir Europäer damals gnadenlos abgeschlachtet, nur weil sie schwächere Waffen hatten als wir. Ja? Und man sieht die Ukraine, warum wird die Ukraine jetzt abgeschlachtet? Weil sie etwas schwächere Waffen hat, als Putin zur Verfügung hat. Und der Kapitalismus, der kapitalistische Mensch ist ein Mörder und Killer an sich und ich selbst akzeptiere also nur eine Gesellschaftsform wie die GWÖ, zum Beispiel die GWÖ und GWO als Übergangsform hin zu Kommunen, die aber dabei als Übergangsform so lange militärisch hochleistungsfähig defensiv bleibt, im Sinne von reinen Defensivrüstung, die nicht mehr angriffsfähig geeignet ist, nicht mehr zum Angriff geeignet ist. Und diese Übergangsform ist aus meiner Sicht da auch deswegen sinnvoll und nötig. Und die Übergangsform ist ja für mich die Diskussion aus der weltberühmten Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und unserer noch nicht ganz so berühmten Gemeinwohlwirtschaftsordnung der Next Scientists for Future und des Weltrates vom Weltrat sozusagen. Und die werden ja im Moment nur hintangestellt, weil dieses Wahlbündnis der realpolitische Hebel wäre, um überhaupt erst einmal in die Gesellschaft reinzukommen, in die Diskussion reinzukommen. Aber jetzt gehe ich mal wieder zurück zu unserem Paradiesbild unserer Geschichte. Und zwar bei uns, ich gehe in den Supermarkt der GWÖ-GWO-Geschichte, des GWÖ-GWO-Systems, ja. Also der Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus. Und da gehe ich in den Supermarkt und da erwartet mich eine nette Ernährungsberaterin. Überall sind rote, in den Ecken sind rote und gelbe Ampeln für all das krankmachende Zeug und in der Mitte grüne Ampeln für die paradiesischen, naturbelassenen, rückgezüchteten, ursortengezüchteten Nahrungsmittel. Und ich werde dort ernährt, so dass ich gar keine Chance mehr habe, Krebs oder Herzinfarkt oder Diabetes oder Übergewicht zu bekommen, weil ich so toll versorgt werde, weil der Supermarktleiter mir nur noch Gutes tut, weil er daran gemessen wird, weil er pleite gehen würde, wenn er mich weiterhin mit dem Müll versorgen würde, ohne mich zu warnen mit den roten Ampeln und so weiter. Ja, und dann gehe ich in die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, es piepst, ich mache nur noch kurz rund und dort habe ich Singen, Tanzen, Musizieren, Ernährungskurse, Tanzveranstaltung, alles, was Lebenslust bedeutet und mich vorbereitet auf Gemeinschafts- und Kommunenleben, dass der Hausarzt dann mit seiner Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft dann anleiten wird und mich, uns dahin lenken wird, wenn die Welt pazifistisch geworden ist. Nicht davor so schnell, sondern wir müssen dann Kommune verbinden mit Wehrfähigkeit und so weiter. Aber das macht die Gemeinwohlwirtschaft dann schon. Ne? Das kriegen wir dann schon hin. So, ich gebe weiter. Wer dran war, melde sich bitte und spreche los. Wir haben allerdings nur noch ein paar Minuten. Vielleicht sollten wir jetzt alle nur noch eine kurze, vielleicht einminütige Bemerkung machen, dann, dass wir um 9 dann alle fertig sind. Ja. Ein paar abschließende Worte, falls Öffi jetzt nicht noch mal reinkommt. Dankeschön für alle Beiträge. Wo können wir eigentlich ansetzen in unserer Gesellschaft, die ja immerhin irgendwo der Kompromiss der Natur und des Geistes ist, aus allen
Möglichkeiten, die bestehen. Also Voltaire in seinem Kandid sagte ja, wir haben die beste der Welten. Alle anderen sind schlechter, weil sie nicht real sind. Ist eine These, ist eine Theorie, aber man kann da ja auch mitgehen. Also das ist das Beste, was der liebe Gott heutzutage für sich selbst als Planet Erde und für seine Wesen und seine Organe, wie das Gehirn, wie die Menschen tun kann. Und dass noch Kämpfe stattfinden, in dem Sinne, dass Zellen wie Gehirnzellen sich bekämpfen, statt schon auf der nächsten Stufe des Argumentierens zu sein, ja, müssen wir halt noch ein Weilchen hinnehmen. Wenn die Raupe sich zum Schmetterling verwandelt, dann gibt es da auch einen gewissen Kampf der Imagozellen gegen die Immunzellen. Aber wir versuchen natürlich, den Übergang schonend zu machen für das Leben und vielleicht sogar angenehm zu machen für das Leben. Und in diesem Sinne, lasst uns sprechen, lasst uns lieben und Kraft zeigen zur Wahrheit. Ja, ich fand es sehr interessant heute, wie so die Gesprächsbeiträge eigentlich so gut ineinander gefügt waren. So, ja, jeder von seiner Sicht und doch haben wir eigentlich alle das Gleiche beschrieben. Ja, dazu fällt mir noch der Satz ein: Das alte System muss nicht bekämpft werden. Es wird durch ein neues System abgelöst, in dem das neue System immer an immer mehr Kraft gewinnt. Und das Alte von alleine zerfällt, weil diesem System dann immer weniger Menschen Kraft geben. Das ist so ähnlich wie im Körper, wenn ein Körper von Bakterien befallen wird, dann entzieht man den Bakterien den Zucker und andere Gifte und die verhungern dann. Und dann ist der Körper, kann sich dann wieder regenerieren. Ja. So ungefähr. Und so wird das jetzt auch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, dann noch einen schönen Abend. Ja, ich bedanke mich für diese Gesprächsrunde, die im Konsens ein Ziel hat, das Paradies. Und ich denke, wir sollten anstatt Frieden mehr das Wort Paradies gebrauchen, weil wir dann energetisch dem näher kommen, was wir auch wollen. Und ein friedliches, paradiesisches Miteinander, Füreinander und Nebeneinander. Jedes Hinüberstellen oder sonstiges dergleichen bringt nichts. Das wird abgelegt. Und ich sage immer, da wo ich esse und stehe, immer einen Samenkorn sehe. Und wer den Samenkorn ehrt, der ist auch der Früchte essen wert. Und mit diesem Satz möchte ich daran denken oder weitergeben und bedanke mich für das Dabeisein und wünsche allen einen schönen Abend. Ja, und mein kurzes Schlusswort ist, schade, dass der Öffi jetzt nicht wieder reingefunden hat. Wahrscheinlich hat er gar keinen Empfang mehr. Ja, ich finde es interessant, die unterschiedlichen Dinge auszutauschen. Und wie gesagt, kann nur sagen, dass eben aus der naturwissenschaftlichen Sichtweise sozusagen ganz viele ganz konkrete, reale Dinge mit den Staaten dieser Erde gemacht werden müssen, damit wir nicht den Dritten Weltkrieg kriegen, der jetzt ja quasi letztendlich vielleicht sogar von den Waffenkonzernen herbeigesehnt wird, damit sie endlich mal auch ihre ganzen Waffen, dass die wirklich mal alle benutzt werden können und dann neu gekauft werden müssen und so weiter. Oder eben, letztendlich die Naturwissenschaft mahnt also zur realpolitischen Arbeit und Lösung und wie gesagt Wahlbündnis, Partei und ganz reale praktische Dinge, denn sonst fürchte ich, dass wir das Paradies nie bekommen.
und dass wir eben, und Henning ist es ja zu verdanken, dass wir jetzt wenigstens mal wieder über 100 Zuschauer für die letzte Sendung hatten. Aber ansonsten haben wir oft nur 2, 3, 4, 5 Zuschauer für unsere Sendungen, für die Aufzeichnung und die Live-Sendung. Ja, aber mal gucken. Also dann herzlich willkommen wieder Samstag 20.15 Uhr, Montag 19 Uhr, wie immer. Die beiden Konferenzen mit Öffi und so weiter. Samstag 20.15 Uhr, Montag 19 Uhr. Allerdings braucht man für Samstag einen anderen Zugang. Ja, vielleicht alle nochmal Tschüssi rufen für die Aufzeichnung, dann kann ich die Aufzeichnung stoppen. Und ja, vielleicht nochmal alle Mikrofone an. Tschüssi, tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi, ich stoppe die Aufzeichnung.